Jetzt ist Zeit für meinen September-Haul. Oder soll ich lieber sagen, Shop Disney Haul? Aber bleibt bis zum Ende dran, denn es wartet noch eine kleine Überraschung auf euch. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Haul und zwar zu dem Disney September Haul. Ja, wie schon im Intro erwähnt, ich könnte es auch eigentlich Shop Disney Haul nennen, weil glaube ich 80 oder 90% der Sachen kommen von Shop Disney. Shop Disney ist im September total ausgerastet. Also ich habe gefühlt jede Woche 2 Pakete von Shop Disney erhalten. Jetzt sind noch ein paar, also zwischendurch sind noch ein paar andere Sachen dazugekommen. Aber ich könnte es auch fast Shop Disney Haul nennen. Genau, und am Ende war da noch eine kleine Überraschung auf euch. Ein kleines Dankeschön für die 2000 Abonnenten. Ja, die haben wir jetzt geknackt. Und da habe ich ganz am Ende noch eine kleine Überraschung für euch, wie ihr, oder das, also ihr könnt was gewinnen. Da das ja einer meiner beliebtesten Videos ist, die Hauls, dachte ich, packe ich das Gewinnspiel einfach in meinen Haul. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ja, fangen wir erstmal mit einer Sache an, die nicht von Shop Disney ist. Ich glaube, ich mache das so im Wechsel. Ich zeige nicht alle Shop Disney Sachen auf einmal. Ja, einmal habe ich mir bei Zalando diese Schuhe bestellt. Die habe ich schon in zweifacher Ausführung in verschiedenen Farben. Einmal in komplett weiß mit Mickey und einmal in schwarz mit gold-weißen Mickey-Köpfen drauf. Jetzt gab es noch hier die Schuhe. Das einzige Disney-Detail ist hier der kleine Mickey-Kopf an der Seite. Und das war's. Und das Tolle an den Schuhen ist der Preis. Die kosten nämlich nur 23 Euro circa oder 24 Euro bei Zalando. Und das Gute ist, sie sind super bequem. Also die weißen Schuhe trage ich so oft, weil sie auch aussehen wie Chucks. Und ich gerne Chucks zu Kleidern oder zu Outfits kombiniere. Und deswegen habe ich mir die hier noch gekauft. Und ja, super schlicht, aber trotzdem ein kleines Disney-Detail. Und die gefallen mir sehr gut. Übrigens, falls ihr euch wundert, dass ich etwas anders aussehe. Ja, ich habe mir das Pony geschnitten. Die mir nicht bei Instagram folgen. Ja, ich war vor kurzem beim Friseur. Die Haarlänge ist eigentlich geblieben, nur die Spitzen. Aber ich habe mich jetzt entschieden, mir mal ein Pony zu schneiden. Weil, ja, im Sommer finde ich Pony ein bisschen störend, wenn man so schwitzt oder so. Aber im Winter oder im Herbst, wenn man Mütze trägt, muss ich sagen, finde ich das ganz schön, wenn man was im Gesicht hat. Aber es ist ein bisschen in den Augen drin. Also falls ihr euch wundert, weil ihr mich nicht erkannt habt, ich bin es immer noch. Hallo. Ja, dann geht's weiter mit... Es gab endlich den Castle Collection Pin wieder. Wir haben ja lange drauf gewartet. Ich glaube, es sind 3 Monate zwischen dem letzten gewesen, zwischen dem Frozen Castle Collection Pin und dem jetzigen. Und zwar jetzt war es Mulan. Das ist der Pin. Und ich muss sagen, ich finde ihn jetzt nicht grandios schön. Aber da ich den Rahmen habe, musste ich den auch kaufen. Ach so, ich habe die Ohren ganz vergessen. Da komme ich gleich zu. Genau, also der Castle Collection Pin mit dem Mulan Palast sozusagen. Die kosten alle 25 Euro. Kann man auch aufklappen und dann ist da so ein bisschen das Innenleben des Palastes. Genau. Und wenn man an dem Tag was, also man, wenn man da bestellt hat und einen Code eingegeben hat, das kann ich mich jetzt aber nicht mehr dran erinnern, hat man noch Artwork gratis dazu bekommen. Also ich nenne das jetzt nicht Artwork, für mich sind das ausgedruckte Bilder auf Fotopapier mit einem Disney-Logo drauf. Also das ist das erste Bild, hier seht ihr das Logo. Das ist eigentlich ganz schön, das Logo, muss man sagen, steht Shop Disney drauf. Und Exclusive, Commemorative Lithograph steht da drauf. Ja, also das ist das erste Bild. Ich habe Mulan noch nicht gesehen, ich habe mir das nicht gekauft bei Disney Plus, weil im Dezember... kommt es gratis auf Disney Plus. So lange kann ich dann jetzt auch noch warten. Dann, das ist das nächste Bild von Mulan. Ja, ganz, ganz toll. Ich bin begeistert. Das hier. Und das hier. Ich glaube, das war das letzte. Ja, das soll irgendwie die böse Hexe sein oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es die gratis dazu. Ich hätte auch dafür nie Geld ausgegeben, muss ich sagen. Was ich damit mache, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht frage ich bei Instagram oder so, ob es jemand haben will. Mal gucken. Ja, jetzt muss ich das erstmal hier reinfriemeln. Einen Moment. Und diesen Umschlag habe ich auch richtig zerflattert, ne? Da habe ich ihn nicht schön aufgemacht bekommen. Und das ist auch mein erster Haul, den ich
nach der Arbeit drehe. Also sozusagen, ich war richtig im Office, nicht im Homeoffice, und jetzt komme ich von der Arbeit und drehe das erste Mal einen Haul nach der Arbeit. Also wenn ich ein bisschen zerfleddert aussehe, es tut mir leid. Aber ich wollte das Haul unbedingt am Sonntag schon hochladen und den Rest aber habe ich leider keine Zeit. Deswegen musste ich ihn jetzt heute nach der Arbeit drehen. Kommen wir zu den Ohren. Ja, ich habe die Big Thunder Mountain Ohren bekommen im Monat September. Ich finde sie jetzt nicht so speziell. Ich mag Big Thunder Mountain, aber irgendwie die Ohren, also von weit, also ich sehe da jetzt nicht, dass das Big Thunder Mountain sein soll, außer man weiß, wie die Ohren aussehen. Sorry, das ist, mein Pony ist gerade irgendwie in den Augen drin. Ja, ich komme mal näher ran. Also man sieht hier den Berg und hier nochmal Berg und hier an der Seite ist irgendwo so, also die Lok und so. Also es sind schon kleine Details, aber ich finde sie jetzt nicht atemberaubend schön. Da gibt es schon schönere. Und ich muss sagen, der Oktober, der ist schon. Also viel, die Meinungen sind ja umstritten für Haunted Menschen. Aber ich muss sagen, ich finde sie schon echt, echt cool mit dem Schleier und so. Aber ihr seht ihr dann hoffentlich im nächsten Monat im Haul. Ja, dann machen wir weiter mit einem T-Shirt aus Primark. Da war eine liebe Freundin im Primark und hat mir das T-Shirt mitgebracht und zugeschickt. Und zwar dieses schöne Cinderella-T-Shirt. Das hat 8 € gekostet. Abzüglich der Mehrwertsteuer. Wir wollen jetzt aber nicht so kleinig sein. Genau, da ist Cinderella drauf mit der Kutsche. Jetzt muss ich mal gucken. You can never have too many shoes. Oh ja, das stimmt. Bei mir auf jeden Fall. Genau, das ist einfach ein rosa T-Shirt. Ich habe jetzt hier Größe M. Und es sieht sehr, sehr schick aus. Ihr seht ja auch den Try-On. Ja. Das war aus dem Primark. Mehr habe ich da nicht. Ich war ja auch nicht selbst da, sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen mehr geworden. Aber ja, machen wir weiter mit Shop Disney und zwar also einigen Halloween-Sachen. Also der Haul ist hauptsächlich Shop Disney und hauptsächlich Halloween. Wie letztes Jahr eigentlich. Da war mein September-Haul auch sehr Halloween-lastig. Aber ich liebe Halloween. Die Deko und die Farben und so. Ja, da habe ich mir jetzt einmal diesen Türkranz hier bestellt, obwohl ich jetzt auch einen eigenen gebastelt habe mit Jessie. Wenn ihr euch das interessiert, der ist richtig schön geworden. So ein Mickey-Kranz angehaucht an die Disney-Parks. Verlinke ich euch das Video gerne bei dem i. Schaut mal rein. Haben wir alles selbst gebastelt. Der ist auch richtig schön geworden. Aber ja, der ist auch, hat so einen Touch Weihnachten, finde ich hier, der Kranz, weil ja, wegen dem imitierten Tannen und wegen diesen Kugeln. Aber farblich passt er auch sehr, sehr gut zu Halloween. Hat 35 € gekostet, ja. Der war schon ganz schön teuer und für die Größe ganz schön klein, also für den Preis ganz schön klein. Aber da konnte ich nicht widerstehen. Also bei Deko bin ich ja auch hin und weg immer. Ja, ein weiteres Teil, wenn wir schon dabei sind. Jetzt zeige ich euch ein T-Shirt aus der Halloween-Kollektion von Shop Disney. Und zwar das Boo Crew T-Shirt. Das habe ich in Größe M bestellt. Und das hat 24 € gekostet, wenn ich mich nicht irre. Das Preisschild ist nämlich weg. Es gab am Anfang auch die Aktion, wenn man, glaube ich, zwei T-Shirts kauft, kostet es nur 12 € oder so. Ich bin mir, aber ich habe nur eins bestellt. Ich brauche ja auch nur eins. Es gab noch Männer-T-Shirt und Kinder-T-Shirts, aber mein Freund wird sowas nicht anziehen und Kinder habe ich noch nicht. Deswegen habe ich es nur für mich bestellt. Aber ich finde es ganz cool als neues Halloween-T-Shirt. Das gibt es jetzt auch, so wie ich gesehen habe, in Disneyland Paris. Ich habe es nur auf Bildern gesehen. Ich war ja nicht vor Ort. Genau. Aber das ist das neue Boo Crew T-Shirt. Ja, mit was mache ich denn weiter? Ja, mit dem mache ich weiter. Und zwar. Mein Baby-Yoda-Rucksack. Ja, endlich hat er zu mir gefunden. Es gab irgendwie ein paar Probleme beim Vorbestellen, irgendwie bei EMP. Dann wurde meine Bestellung storniert. Und dann musste ich nochmal neu bestellen. Dann hatte ich Angst, dass es den nicht mehr gibt. Aber auf jeden Fall habe ich ihn jetzt bekommen. Da ist er. Der süße Baby-Yoda-Rucksack von Loungefly. Wie gesagt, bei EMP. Hat 90 € gekostet. Aber es gibt ja in der Instagram-Welt genug Codes. 15% Rabatt. Und ja. Bin sehr froh, diesen Rucksack jetzt zu haben. Er ist halt Loungefly-mäßig klein, aber zuckersüß. Und ich hatte ihn leider noch nicht irgendwo dabei, aber er muss demnächst irgendwann mal ausgeführt werden. Ich gucke mal rein, was ich. Ich mag mal die Details bei Loungefly. Genau, hier ist noch Papier drin. Aber ihr seht da, das Innenleben ist auch komplett mit
Baby-Yoda ausgestattet. Und als kleines Detail, hier vorne hängt ein kleiner Frosch. Den frisst er ja in der Serie. Und bald kommt ja auch die zweite Staffel. Ende Oktober. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so. Ja, Shop Disney geht weiter mit einem Schlüssel. Ja, es gab auch noch einen Schlüssel diesen Monat. Castle Collection Pin, Schlüssel, Merchandise, Halloween, alles kam alles auf einmal. Genau, also es gab den Pluto-Schlüssel zu Plutos 90. Geburtstag. Den gab es ja gratis, wenn man was im Wert von 20 € oder mehr bestellt. Gibt es die Schlüssel hier immer gratis bei Shop Disney. Aber ich habe heute gesehen, die haben heute announced, dass es demnächst im Oktober vier Schlüssel auf einmal gibt, aber die muss man dann halt bezahlen. Und auch ein Schlüsselornament für den Weihnachtsbaum wird es geben, aber dafür muss man auch bezahlen. Aber der war gratis, wie gesagt, über 20 € bestellt. Ich blende euch hier auch ein Bild ein, weil man den so schlecht sehen kann. Und das kann man wahrscheinlich noch schlechter sehen. Das ist der passende Pin zu dem Schlüssel. Das ist kein Preis mehr dran. Ich glaube, der war 12 €. Ich glaube, der war 12 €. Aber wie gesagt, das ist genau derselbe, die Optik wie der Schlüssel. Es ist der Pin halt sehr, sehr winzig, aber schon die Verpackung ist schon cool. Und ja, den gab es auch sehr, sehr lange, was mich gewundert hat für einen Pin. Aber hey, dann geht es weiter mit zwei Wintermützen. Die hat die Brina bestellt und ich habe jetzt leider das Bild schon gelöscht, wo sie mir den Shop geschickt hat. Aber auf jeden Fall haben sie über Etsy bestellt. Und ich glaube, insgesamt jetzt noch am Ende mit Zoll haben wir um die 36 € bezahlt. Ich glaube, pro Mütze circa. Genau, also das sind die zwei Mützen, die ich mir ausgesucht habe. Einmal natürlich rosa für ein rosa Mädchen mit den süßen Bommeln. Und innen drin, bei dem rosanen, das ist sogar gefüttert. Richtig, richtig cool. Und ich liebe ja so warme Mützen im Winter. Ich bin ja so eine Frostbeule. Und dann die zweite Mütze ist die schwarze hier. Da sind die Bommeln ein bisschen lockerer, finde ich. Und der ist auch nicht gefüttert innen drin. Aber trotzdem auch eine sehr, sehr coole Mütze. Wie gesagt, es tut mir leid, ich weiß den Shop leider nicht mehr. Weil ich das Bild von Brina gelöscht habe. Ich lösche immer sehr gerne, sehr schnell meine Bilder vom Handy, weil ich mir das immer sonst zu viel wird und ich immer die Übersicht verliere. Hat jetzt auch nicht mehr geklappt. Ist runterzuladen. So, dann kommen wir zu zwei neuen Spirituals. Sie ist in meiner Kollektion. Ja, Shop Disney hat zwei neue Spirituals diesen Monat veröffentlicht oder rausgebracht, die innerhalb von 15 Minuten weg waren. Einmal der Haunted Mansion Spirituals. Also ich finde den ja so cool. Den habe ich eigentlich woanders schon mal bestellt. Aus Amerika, den konnte ich zum Glück noch stornieren, weil die Lieferprobleme hatten. Weil dann war er im Prinzip günstiger bei Shop Disney zu bestellen als jetzt bei diesem amerikanischen, weil die ja immer noch einen Aufpreis wollen. Genau, also der Haunted Mansion Spirit Jersey, der leuchtet sogar im Dunkeln. Also die Schrift hier leuchtet im Dunkeln. Richtig, richtig cool. Und ja, die bestelle ich immer in der Größe S, die Spirit Jerseys, weil die ja immer sehr groß ausfallen. Und der Preis für Spirit Jerseys ist und bleibt immer noch 60 €. Davon habe ich zwei. Den nächsten zeige ich euch jetzt. Und zwar gab es noch den grünen Hokus Pokus Spirit Jersey. Ich muss zugeben, zu meiner Verteidigung. Ich weiß nicht, ob es eine Verteidigung ist, aber ich habe Hokus Pokus erst vorletzte Woche das erste Mal gesehen. Ich habe sogar den Spirit Jersey vorher bestellt, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe. Ja, aber Spirit, da kann ich nicht nein sagen. Und ich muss sagen, die Farbe ist auch richtig cool. So cool, so ein Giftgrün. Vorne steht Hokus Pokus in Gold und hinten nochmal Hokus Pokus mit den drei Hexen. Und ja, also Farbe ist richtig cool, Halloween-mäßig. Und ja, der war auch sehr, sehr schnell weg. Und ich bin echt froh, beide ergattert zu haben. Wie gesagt, auch 60 €. Zeige ich euch jetzt erstmal AliExpress, weil da habe ich auch noch ein paar Sachen. Oder machen wir weiter mit Schuhen. Ich habe bei Zara bestellt und ihr kennt ja meinen Geheimtipp bei Zara. In der Kinderabteilung, wenn ihr Schuhgröße 38 oder 39 habt, könnt ihr auch immer noch Kind in der Kinderabteilung bestellen. Und da habe ich mir diese coolen Gummistiefel hier bestellt. Wie gesagt, aus der Kinderabteilung. Und die kosten auch nur 33 €. Und hier auf der Seite ist Mini. Und auf der anderen Seite ist Mickey. Wie gesagt, sind Gummistiefel.
Haben so eine Glanzoptik. So juckt mein Auge von den Haaren. ja, also finde ich echt, echt cool, die Stiefel. Und ja, ich gucke immer mal wieder bei Zara in der Kinderabteilung, ob sie neue Schuhe haben. Kann man, sind auch bequem, passen perfekt. Und ja, also wer günstige Schuhe hat und nur Größe 38 trägt, wenn er günstige Schuhe haben will und nur Größe 38 trägt, sollte man bei Zara Kids vorbeischauen. Ein weiteres Teil von Shop Disney, eine Fußmatte in Halloween-Optik. Die hat 18 Euro gekostet und ich kann es kaum erwarten, die endlich vor meiner Haustür zu legen. Ich warte ja immer mit dem Haul, bevor ich alle Sachen irgendwie benutze oder in die Wohnung stelle, weil ich sonst immer vergesse, wie sie gekostet haben. Meistens schreibe ich es mir auf, aber dann vergesse ich, dass ich im Haul zeigen muss. Genau, deswegen bin ich jetzt sehr happy, die jetzt draußen hinzulegen. Die ist echt mega, mega schön und ja, die gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Wie immer, wenn es noch irgendwas gibt online, packe ich euch die Links unten in die Infobox. Aber diese schöne Fußmatte gibt es leider nicht mehr. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nichts mit kaputt mache, weil die schon sehr schwer ist. Dann habe ich bei Kleiderkreisel, ich verkaufe da ja Sachen, aber ich muss sagen, ich schaue mal auch zwischendurch so nach Disney-Sachen. Und da habe ich ein sehr, sehr schönes Kleid gefunden. Und zwar, das hier und da unten ist die Schöne und das Biest mit Madame Potts. Und ich weiß nicht, ob Tassilo noch dabei ist. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr schönes Kleid. Wie ich finde, in dem Schnitt, das ist wahrscheinlich auch von EMP, in dem Schnitt habe ich schon ein Kleid, das rosane Mini-Kleid. Und der Schnitt ist echt perfekt. Und ich trage das Kleid von Mini auch sehr gerne. Und ich habe noch nicht wirklich viel mit Schön und das Biest, obwohl es meine Lieblingsprinzessin ist. Deswegen dachte ich, komm, kaufst du dir das? Ich glaube, das war auch ungetragen oder einmal getragen. Und dafür habe ich dann mit Versand, glaube ich, 15 oder 16 Euro bezahlt. Also finde ich, war echt ein guter Deal. Ja, ein paar Ohren zur Abwechslung. Ich habe schon wieder ein paar Ohren in diesem Haul. Von Shop Disney gab es diese Hexenohren. Das Problem bei Shop Disney war, dass sie als Kinderohren deklariert wurden. Also in der Beschreibung stand Kinderohren. Deswegen waren sehr viele abgeschreckt, um sie zu bestellen. Aber als sie ankamen und stand auf dem Etikett, dass es Ohren sind für Erwachsene. Und es sind wirklich Ohren für Erwachsene. Ich kann sie euch mal anziehen. Mit Hexenhut. So sehen die aus. Ich finde die echt cool. Und das Besondere daran, die leuchten sogar. Das wird man jetzt leider nicht sehen, wenn ich die anmache wegen der Lampe. Aber die leuchten hier in den Ohren und das ist echt cool. Und ich muss sagen, echt schöne Ohren. Ja, die waren auch nicht ganz günstig. Die haben, glaube ich, 24 Euro gekostet. Aber gut, sie leuchten halt, ne? Deswegen und ja, richtig, richtig coole Halloween-Ohren. Dann ein paar Strumpfhosen oder ehrlich gesagt drei Paar. Bei H&M gibt es Mickey-shaped Strumpfhosen, wie ihr hier sehen könnt. Da habe ich ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei Calzedonia einige gekauft. Aber natürlich, wie das bei Strumpfhosen so ist, Laufmasche, gehen kaputt, Loch drin, da muss man sie wegschmeißen. Und ich gehe wirklich schon sehr vorsichtig, musst du kurz auf mein Handy gucken. Ich gehe dann sehr vorsichtig mit den Strumpfhosen um, mit denen hier vor allem, die man nicht immer bekommt. Aber irgendwann sind es halt wirklich kaputt. Jetzt habe ich mir noch drei Paar neue bestellt von H&M. Gibt es zurzeit und ich bin echt happy, die ergattert zu haben. Ja, kommen wir zu einem weiteren Loungefly-Rucksack, den es bei Shop Disney gab. Und zwar ein Halloween-Rucksack. Also in den bin ich auch sehr dezent verliebt. Ich liebe ihn. Ich muss sagen, ich finde den von letztem Jahr, es gab ja letztes Jahr auch einen, aber nicht in Deutschland zu kaufen, fand ich einen Ticken hübscher. Aber der, also ich habe halt den von letztem Jahr nicht und deswegen habe ich den ergattern können. Der war auch gefühlt in 5 Minuten ausverkauft. Ich weiß nicht, ob ich dafür so eine Nase habe, wann ich bei, also ich gucke nicht jeden Tag um 9 Uhr bei Shop Disney, weil das schaffe ich zeitlich nicht. Aber irgendwie, aber als die Spirit-Jerseys gab und auch als es den Rucksack gab, war ich irgendwie um 9 Uhr online, habe reingeguckt und hatte wirklich sehr, sehr viel Glück. Und bin happy, ihn zu haben. Er hat, glaube ich, 80 Euro gekostet, 70 oder 80 Euro. Ja, nicht günstig, aber ich muss sagen, ich liebe diese
gethemten Rucksäcke von Loungefly. Ich habe ja auch eins von Weihnachten, also zu Weihnachten, und deswegen bin ich happy, den ergattert bekommen zu haben. Jetzt knall ich mir den schon gegen den Kopf. Ja, machen wir weiter mit ein paar Ohren. Wahrscheinlich auch einer der teuersten Ohren, die ich habe, sind die hier. Ich habe, da gibt es jetzt, also da erzähle ich euch jetzt mal eine lange Story. Das sind ja erstmal die 65. Geburtstagsohren für Anaheim. Da habe ich ja im letzten Haul euch den Spirit Jersey gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, ob ich die Ohren auch bestellt habe oder ob ich das nicht erwähnt habe. Auf jeden Fall habe ich die Ohren zusammen mit Cat bei eBay bestellt. Alles schön und gut, super teuer, 60 Euro umgerechnet circa oder 65 Euro. Schnapper. ja, dann wurden sie verschickt und ich habe sie getrackt und dann wurden sie leider an einem Wochenende geliefert, wo ich nicht zu Hause war. So, habe ich getrackt, okay, und dann habe ich eigentlich so eine Box vor der Tür, wo man die Pakete ablegen kann. Dann lagen auch andere Pakete von Amazon, aber nicht diese Ohren. Zwei Paar waren es übrigens, ne? Also 130 Euro fast. Ohren nicht da, aber laut Hermes, dem tollen Versanddienstleister, wurden sie am Ablageort abgegeben. Ja, da wahnsinnig. Habe ich bei Hermes angerufen. Ja, tut mir leid, wir können Ihnen leider nicht helfen. Sie haben einen Ablageort ab angegeben, da ist die Haftung im Prinzip weg. Es war auch kein Zettel im Briefkasten, es war nichts im Briefkasten. Ich dachte, die Ohren wurden geklaut von irgendeinem Nachbar, aber das ist in den Jahren, die wir hier wohnen, noch nie passiert. Der Hermesmann hat sie verschlammt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, oder der Amazon-Bote, der danach kam, hat sie mitgenommen. Auf jeden Fall war ich dann sehr, 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 sehr traurig und habe sehr, sehr viel Geld verloren in dem Zeitpunkt. Ja, und dann irgendwann jetzt gehe ich mal runter zu meinem Nachbarn. Sind 3 Wochen vergangen, ne? Fast 3 Wochen. Da gehe ich runter zu meinem Nachbarn wegen einem anderen Paket, weil ich einen Zettel drin hatte, dass er ein Paket angenommen hatte an dem Wochenende, wo ich nicht da war. Also ein Tag, wo Jesse hier war. Und ja, dann sagt er: Oh, ich habe vergessen, beim letzten Mal noch ein Paket mitzugeben. Ich gucke den an. Er drückt mir das Paket in die Hand. Da sehe ich schon, okay, es kommt aus Amerika, weil. Man sieht das irgendwie an den Paketen, dass die aus Amerika kommen. Da habe ich ja schon fast so eine Krawatte bekommen, aber ich habe nichts gesagt. Und dann mache ich das Paket auf und dann sind da diese Ohren drin. Könnt ihr euch das vorstellen? 3 Wochen lang liegt unten ein Paket und der kommt nicht auf die Idee, es mal hochzubringen. Ich wohne ja jetzt hier nicht im 18.000. Stock ohne Aufzug. Das ist eine Treppe, die man hochlaufen muss. Und man weiß auch normalerweise, wann ich zu Hause bin, weil wenn die Autos da stehen, dann bin ich zu Hause. Ich bin ja fast dezent ausgerastet. Also, das war echt eine Aktion. Auf jeden Fall habe ich jetzt die super teuren, tollen 65er Geburtstagsohren. Ich bin auch sehr happy darüber, weil die auch wirklich sehr, sehr schön sind und so sparkly und so. Aber die Geschichte dazu hat mir wirklich Nerven geraubt und egal, machen wir weiter. Dann war ich jetzt letztens bei hier um die Ecke in so einem Blumenladen, aber die haben auch Klamotten. Und da gab es ein paar Disney-Sachen. Und dann habe ich mir einen Cardigan gekauft. Und zwar hier den. Also, das ist die Rück. Ist das richtig rum? Nee, so rum. Also, das ist die Rückseite von der Jacke. Cardigan, wie man das nennen mag. Also, das ist der Rücken und da ist eine Mickey Maus drauf. Richtig, richtig cool. So in Schatten und vorne steht jetzt irgendwas drauf. No matter what people tell you. Irgendwas. Also ich glaube nicht, dass das ein Disney-Quote ist. Ja, und sonst hat sie so hier Taschen und die fällt echt gut. Die seht ihr auch am Try-On. Und die war echt nicht teuer. Die hat nur 40 Euro gekostet. Und ja, war ich sehr begeistert drüber, die da gefunden zu haben. Und ich liebe ja so Jacken im Herbst, so zum Drüberziehen. Ja. Machen wir weiter mit Shop Disney zur Abwechslung. Da muss ich jetzt mal auf meinen Spickzettel schauen. Die Kette hat 15 Euro gekostet. Und diese tolle Kürbis-Lichterkette. Da habe ich ja letztes Jahr schon die Weihnachtskette. Also
Wenn man sich traut, hängt man die sich hier so um den Hals, vor allem im Disneyland, was ja auch im Herbst so schnell dunkel ist. Und dann leuchtet die so schön. Oh. Und ja, die kann man halt anschauen. Jetzt sieht man das auch wieder schlecht wegen der Lampe, aber die hat viele verschiedene Stufen. Genau. Also auch sehr begeistert, die ergattert zu haben, weil ich ja auch jetzt auch die Weihnachtslampen habe und jetzt habe ich die passenden Halloween-Lampen. Wenn ich mal irgendwann wieder ins Disneyland fahre, wahrscheinlich nächstes Jahr. Jetzt ruft mein Freund an. Eine Sekunde. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit AliExpress weiter. Oh! Da habe ich auch zwei Paar Ohren und ein paar Halloween-Sachen. Ich bestelle ja jetzt des Öfteren nur bei AliExpress, weil die auch so schöne Stoffe haben und ich nähe ja auch die Masken aus den tollen Stoffen. Aber die haben auch Ohren und jetzt auch noch Halloween. Also, ich habe einmal die Ohren bestellt. Das sind oben Ohren. Die Preise sind immer unterschiedlich. Muss ich gleich auf mein Handy gucken, was die Sachen gekostet haben. Auf jeden Fall habe ich einmal die Obenohren bestellt. Die sind auch wirklich aus dem Park. Und ich habe ja den Oben Spirit Jersey und nie passende Ohren dazu gehabt. Deswegen habe ich mir die jetzt einmal bestellt. Das sollen so die Ballons imitieren. Und in der Mitte habt ihr den Grape Soda Pin. Und die sind aus Shanghai Disney Resort. Und dann habe ich die coolen Ohren hier bekommen. Die coolen Haunted Mansion Ohren. Auch von Ali, die gab es da auch und die leuchten auch im Dunkeln passend zum Spirit Jersey. Richtig, richtig cool. Jetzt gucke ich mal, was die Sachen gekostet haben für euch. Also die Ohren haben 14 € gekostet und die glaube ich um die 12. Mein Internet war jetzt so schlecht, da konnte ich jetzt nicht nachschauen. Auf jeden Fall die zwei Ohren. Was ich aber gesehen habe, ist, was die Decke gekostet hat, die ich euch jetzt zeige. Die hat nämlich 27 € gekostet. Die kann man, da kann man sich die Größe aussuchen und auch was drauf gedruckt wird. Jetzt ist es ganz schwer, euch das Ding, das Monstrum hier zu zeigen. Also. Oh! Es ist auf jeden Fall ein Mickey-Kürbis drauf. Jetzt muss ich mal gucken. Seht ihr das? Ein Mickey-Kürbis. Da. Und ganz unten steht Happy Halloween. Also, ich habe mir extra so eine große Größe, ich glaube 1,50 mal 2 Meter ausgesucht oder sogar 2 mal 2 Meter, weil ich sehr viel Decke brauche auf der Couch. Und wie gesagt, die haben verschiedene Designs. Da könnt ihr euch ein Design aussuchen, aber ich fand das ganz schön mit dem Grau hier und dem passenden Orange. Und ja, innen, also von der anderen Seite ist sie gefüttert, so mit weißem Teddy-Stoff. Was ich jetzt machen muss, ist, ich muss sie waschen. Riecht jetzt nicht irgendwie eklig, aber aus China ist mir immer lieber alles zu waschen, was geht. Ohren ist jetzt nicht so dramatisch. So, und dann kommen wir zum letzten Teil von AliExpress, was auch richtig cool war. Es hat 16 € gekostet. Ich habe Größe XL bestellt, weil bei Ali oder generell in China die Größen etwas kleiner ausfallen. Und zwar dieses mega coole Mickey Mouse Kürbiskleid. Also, wenn das nicht mega der Knaller ist, ich würde es so gerne jetzt an Halloween anziehen ins Disneyland. Ihr wisst gar nicht, wie gerne ich es anziehen würde. Ich habe auch letztens ein Halloween-Lieblingsoutfit-Video gemacht. Das würde jetzt auch definitiv dazu reinpassen oder reinkommen. Also 16 € für das Kleid. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, Größe XL. Ich liebe es. So, jetzt haben wir noch 4 Shop Disney Sachen vor uns, bevor wir zum Gewinnspiel kommen. Darauf wartet ihr bestimmt alle. Ja, einmal noch ein Kissen. Jetzt muss ich gucken, das hat 20 € gekostet. Ein Mickey Maus Kissen und auf der anderen Seite steht Hey Pumpkin als Kürbis. Auch richtig, richtig cool, als ich das gesehen habe. Bin im Nachhinein bereue ich das nicht, zwei bestellt habe, weil ich schon gerne so eine Symmetrie auf der Couch habe. Alle Frauen werden mich wahrscheinlich jetzt verstehen. Auf der einen Seite muss das Kissen sein und auf der anderen. Jetzt habe ich nur eins. Muss es in die Mitte oder so. Ja, dann geht es weiter mit. Oh, ist da der Preis noch dran? Ja, 30 €. Dieser richtig coole Süßigkeiten, also es ist ein Süßigkeitenhalter. In Mickey-Kürbis-Optik. Aber man könnte da jetzt auch Lichter reinmachen. Dann leuchtet es so cool, weil ihr seht es im Hintergrund.
Der Hintergrund ist so grünlich. Und ja, also richtig, richtig cool. Da passt auch richtig viel rein mit, also auch Süßigkeiten. Als Obstschale könnte man es auch benutzen. Richtig, richtig, richtig schön. So, jetzt geht es weiter noch mit zwei anderen zerbrechlichen Sachen. Ja, einmal der, ich habe ja so einen ähnlichen schon letztes Jahr gekauft, der Teelichthalter für 18 Euro. Der von letztem Jahr ist sehr ähnlich, aber hinten steht dann was anderes, nicht Bu, aber ich weiß es jetzt nicht. Den habe ich nicht aus dem Dachboden rausgeholt. Das mache ich demnächst, wenn ich endlich dekorieren kann, weil jetzt kann ich endlich alles dekorieren. Passend zu Halloween und Herbst. Die Ohren sind anders, also die sind jetzt so Spinnweben wie bei dem Rucksack. Die von letztem Jahr sind keine Spinnweben, aber wie gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ihr könnt ansonsten mal im September-Haul von letztem Jahr reinschauen. Und als letzte Sache sozusagen dieser vergiftete Apfel-Teelichthalter. Es steht Just One Bite hinten drauf. Auch 18 Euro, richtig, richtig cool. Also ich sage die ganze Zeit richtig, richtig cool, aber ich finde es auch richtig, richtig cool. Halloween und Weihnachten nehmen mir leider das Geld aus meiner Tasche, weil diese ganze Deko ist einfach der Knaller. Also ich bin wirklich sehr, 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 sehr verliebt in die Deko. Aber jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Erstmal muss ich mich bei euch bedanken. Vielen Dank für 2000 Abonnenten, dass ihr mir so treu, ergeben kann man jetzt nicht sagen, dass ihr mir so treu seid, kommentiert, liked, immer bei den neuesten Videos dabei seid und die Haul-Videos von Anfang an wirklich der Renner sind bei mir auf dem Kanal. Und deswegen dachte ich, ist es der passende Zeitpunkt, auch in meinem neuen Haul das Gewinnspiel zu veröffentlichen sozusagen. Ich habe ein ganz tolles Paket für euch. Hat was mit Ink and Paint zu tun. Und das könnt ihr jetzt hier in dem Video, wenn ihr mitmacht, gewinnen. Und dann schicke ich euch das zu. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr unten. Also wie lange es läuft, was ihr nochmal machen müsst, das werde ich jetzt aber gleich nochmal aufzählen. Genau, also was ihr machen müsst, welche Teilnahmebedingungen, auch Datenschutzerklärung, findet ihr alles unten in der Infobox. Aber erstmal zeige ich euch, was ihr gewinnen könnt. Und zwar sind es drei Teile. Wie gesagt, Ink and Paint und zwar einmal diese Ink and Paint Tasse. Die habe ich selbst. Die ist nämlich aus dem Disneyland Paris. Und das Coole an dieser Tasse ist, die wechselt die Farbe, sobald, also oder sie bekommt Farbe, sobald man ein heißes Getränk da rein macht. Richtig, richtig cool. Richtig, richtig cool. Ich sag schon wieder. Also, einmal könnt ihr die Tasse gewinnen. Also, das ist natürlich ein Paket. Ein Gewinner bekommt alles, was ich jetzt zeige. Dann bekommt ihr den Ink and Paint Schlüssel dazu. Ja, der Ink and Paint Schlüssel. Mit Originaletikett, den gab es, ich weiß gar nicht, vor einigen Monaten bei Shop Disney. Und dazu bekommt ihr von mir selbst genäht passende Ink and Paint Ohren. Die könnt ihr gewinnen. Ihr habt hinten habt ihr hier den Hasen von Alice im Wunderland, Jiminy Cricket, Peter Pan, vorne Mickey als Zauberer und hier habt ihr nochmal Dumbo. Genau, die drei Sachen könnt ihr jetzt hier gewinnen als Dankeschön für 2000 Abonnenten. Wie gesagt, die Ohren habe ich selbst genäht, den Schlüssel von Shop Disney und die Tasse von oder aus Disneyland Paris. Also von allem etwas. Von allem bekommt ihr etwas. Und das Paket wartet hier so lange auf einen Gewinner. Ja, was ihr machen müsst, um beim Gewinnspiel teilnehmen zu dürfen, erstmal meinen Kanal abonnieren, wenn ihr es schon nicht getan habt. Natürlich das Video liken und dann müsst ihr auch noch einen Kommentar abgeben, und zwar, warum ihr das Paket gewinnen solltet. Für eure Kinder, für euch selbst, wieso, weshalb, warum. Gerne einfach unten kommentieren. Und was ganz, ganz wichtig ist, ich brauche einen Facebook-, Instagram- oder Twitter-Namen. Eines der drei Kanäle sind ganz, ganz, also notwendig, damit ich euch kontaktieren kann, weil ansonsten kann ich euch nicht kontaktieren und euch die Sachen zuschicken, weil ich brauche ja auch eine Adresse.
Genau, also ganz, ganz wichtig, kommentieren und bitte in dem Kommentar auch entweder einen Instagram-Namen, einen Facebook-Namen oder einen Twitter-Namen erwähnen. Und dann kann ich euch nach der Auslosung kontaktieren und vielleicht ist das Paket ja bald bei euch zu Hause. Also ich hoffe, ihr macht fleißig mit bei dem Gewinnspiel, euch gefällt das Gewinnspiel und ja, damit beende ich den Haul, der auch wieder sehr, sehr lange ging. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich müsst ihr auch einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, was ihr sowieso machen müsst fürs Gewinnspiel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und kommentieren, was ihr auch machen müsst fürs Gewinnspiel. Das war jetzt alles doppelt gemoppelt. Aber ihr müsst mich entschuldigen, es ist nach der Arbeit, es ist schon spät, nach Feierabend hier so ein Video aufzunehmen, ist ganz schön schlauchend, weil ich muss jetzt auch aufräumen und alles anprobieren. Ja. Naja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, wisst ihr, was ihr alles machen müsst. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.